das ein Templer? Der hat einen roten Helm. Dann, komm, du da. Nicht du. Ah ne, das war glaube ich irgendein Normalo. Ach man, ich will doch nur hier weg. Na komm. Lauf! Ja, erfasst den Informanten als Ziel. Dafür muss ich erstmal anonym werden. Na komm, Versteck. Hier irgendwo, in der Nähe. Verzweiflung. Da, Bank. So, und das nächste Mal ein bisschen bedachter vorgehen. Ja gut, hau ab. So, das sind jetzt wirklich ein bisschen auffälliger vorgehen. Immer auf die Versteckklinge wechseln. Ah, eventuell könnte ich ja versuchen. Das Ganze. Och Mensch! Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Ich muss geduldiger sein dafür. Och nee. Let's run away. Und wieder die gleiche Bank. Ja, wahrscheinlich. Ich sitze ja nicht neben euch auf der Bank. Das ist schlau. Ich liebe diese Logik. Na komm. Jetzt unauffällig vorgehen. Warten, bis er irgendwo aus dem Sichtfeld ist. Sind hier irgendwo Wachen? Da ist eine. Da sind noch welche. Wobei, jetzt kann ich es wagen. Und abhauen, abhauen. Schnell, 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 schnell. Oh oh. Dann gehen wir mal über die Dächer. Ah, 3 Minuten. Das ist zu wenig. Kommen wir hier irgendwo schon. Oh, natürlich nicht. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Darf ich überhaupt rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh Mann. Ach, das da drüben war der Typ, den ich umbringen musste. Und abhauen. Oh oh. Oh oh. Gibt's hier nicht irgendwo. Oh Mann. Ey, ey, ich tu doch nichts. Ach Mann. Ich muss doch nur hier den letzten. So, einmal kurz untertauchen. So, ich glaube, jetzt geht's. So. Das ist der Typ. Das sind aber zu viele. Da ist keiner. Die beiden werden mich nicht bemerken. Na komm, jetzt abhauen. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh. Und Informant, schnell. Na komm. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akkon. Das hier kann ich euch sagen. Ja, gut, dann. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Gut. In den Docks treiben sich viele betrunkene Seeleute rum. Das ist wichtig zu wissen.
Ich weiß nicht warum, aber es ist wichtig zu wissen. Ach, noch irgendwas nachforschen? Na dann. Da haben wir auch eine Befragung, die wir machen können. Eine Befragung. If you know what I mean. Ach, Leute. Wir brauchen uns nicht zu prügeln. Wir können auch alles ganz friedlich klären. Als ob. Ach. Leute. Na. Ja, greif an. Wer ist denn da noch? Hallo? So. Na komm, der letzte. Na komm. Und dann kann ich den Typen befragen. Kann ich den jetzt noch befragen? Oh nein, ich muss warten, bis er wieder da ist. Natürlich. Normal. Standard. So. Aus dem Auge, aus dem Sinn? Nee. Dann einmal kurz umdrehen. Und schauen, ob er wieder da ist. Hallo? Ich möchte ihn befragen. Achso, Reinitialisierung. Jetzt ist er wieder da. Bla 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 bla. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Ja gut. Ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Ich will dich jetzt einfach nur befragen. Deswegen kannst du deine Kappe halten. Naja, hier sollten ja keine Wachen mehr sein. Kurze, schnelle Schläge. Und Deckung, nicht vergessen. Zweimal schlagen. Einmal. So. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Ja, ja, klar. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Ich möchte kein Schiff. Mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Was? Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Ah, ja. Das passiert. Aber wieso möchte er denn Richard schaden? Das ist komisch. Ich glaube, jetzt sollten wir soweit sein. Ein seltsamer Mann. Yep, Attentatserinnerungen. Ihre Nachforschungen sind beendet. Und weiterer sinnloser Text, den wir schon tausendmal gesehen haben. Ach, na komm. Und runter.
Ach komm, das machen wir auch noch mal eben. Der Schatten eines Adlers. Greifvögel. Der Film. Also synchronisieren hier oben. So ein greifvogelartiges Synchronisieren. Ich weiß nicht, wie das aussehen sollte, aber mir ist gar nichts eingefallen. Deswegen sag ich mal ganz einfach Todessprung. Da hätten wir noch einen Taschendiebstahl. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen jetzt am besten einfach mal ins Büro. Oder ich weiß was Besseres. Weiß ich was Besseres? Doch, ich weiß was Besseres. So. Ja, das glaube ich dir. Gut, und zwar bevor wir da reingehen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause, weil ich jetzt schon über eine Stunde aufgenommen habe. Das sollte ja erstmal für ein paar Folgen reichen. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Wenn ihr anderen zeigen wollt, wie schlecht ich spiele, dann teilen. Auf den üblichen Kanälen, Twitter, Facebook, MySpace. ja, und dann bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Tschüss.